Und hier sind wir auch wieder bei Let's Play Castlevania Symphony of the Night. Ja, wir haben eigentlich aufgehört dort, wo wir abgespeichert haben. Also ich habe nichts irgendwie an Zeit dazwischen jetzt erstmal gelassen. Hat sich nur eben halt so gut getroffen. Ja, der Angriff des Geistes ist im Grunde genommen eigentlich genau gegen diese Gegner sinnfrei, also schnelle Gegner eigentlich. Das liegt daran, dass der Geist nämlich ein bisschen langsam ist. So, 400 Gold. Wie viel Gold habt ihr denn überhaupt insgesamt? 8805. So, und hier unten gab es jetzt einen Teleporterraum. Denn es gibt für mich wieder ein paar neue Gebiete zu erobern, zu entdecken. So, und da wollte ich nicht hin. Das sieht mir so richtig aus. Und ich habe auch recht. Denn jetzt geht's wieder nach unten. Beziehungsweise ganz ins Anfangsgebiet. Da kann ich auch noch mal kurz einen Abstecher machen. Ach, Klostani. Die schlechteste Rüstung, glaube ich. Bis auf gar keiner. Zumindest, die man so am Anfang bekommen kann. Und zwar kriegt man die, oder bekommt man die auch von diesen Zombies. Um mal zu zeigen hier auch. Was man hier auch so bekommt. Nein, So. Ja, hier müsste ich eigentlich noch nicht hin, das ist so verständlich. Weil dort gibt es meines Wissens nach noch nichts von Interesse. So, das ist nämlich der Angriff. Den hat man jetzt eben gerade links, nee, rechts gesehen. Links-rechts-Schwäche, Wrestling. Ja, hier ist natürlich jetzt wieder so ein Eulen-Knight. Soll mich nicht so weiter stellen. So. Hier übrigens auf dieser Platte ist übrigens noch ein Geheimweg. Der ist allerdings für die Nutzer der PlayStation-Version ziemlich unwichtig. Man kann dadurch glitschen. Wie man das allerdings jetzt genau macht, weiß ich allerdings selber nicht. Da muss man irgendwie von dem einen Raum durch. Power of Wolf. Meinen, das wäre der. War das jetzt der Zauberspruch oder war das jetzt. Ich glaube, das war der. Der. Das Rennen. Ah ja, das war das Rennen. Das ist sehr, sehr gut. Dann kann ich das gleich mal demonstrieren. Wir rennen nämlich jetzt ganz schnell. Und schnell wieder Blitz.
können wir jetzt nämlich hier durchlaufen. Das ist sehr, sehr fein. Man muss nur eben halt auf seine HP ein bisschen, HP, seine MP achten. Denn gerade am Anfang können die nämlich ganz schnell runtergehen. Und ich müsste jetzt eigentlich hinterm Wasserfall sein. Das ist korrekt. Na, von dem bekommt man auch eine Eismail. Ach ja. So. Ja, das war jetzt sinnfrei. Das wollte ich. Jetzt müssen wir hier hoch. Einfach nur hier hoch. Und dabei auch achten, dass hier vielleicht nicht das ein oder andere ist. Und hier können wir nämlich jetzt auch weiter. Wir sehen, something appeared near the wooden bridge. Cheat with hard crest. Ich meine, wenn die jetzt getroffen wird, gibt's ein Herzen. Aber ich meine, die werden auch gleich gut. Ja. So. Also, die Schilde. Eigentlich nichts. Nur in ihrer Spezialfähigkeit. So, und wo war jetzt die Wooden Bridge? Die war da hinten. Also ich bin nicht schon mal verkehrt gegangen. Obwohl, ich könnte schon mal die andere... Da auf der einen Seite habe ich nämlich noch nicht komplett alles geholt. Das habe ich gerade gesehen. Denn ich meine, dort gibt es auch noch Items und das wollte ich ja so ziemlich... Zumindest habe ich das eben gerade beschlossen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorher auch irgendwie hatte oder gesagt hatte, dass ich alles hole auf Onscreen und nur unwichtige Sachen eben halt Offscreen. Was hier ist nun ein Killerfisch? Tatsache, hier ist nur ein Killerfisch gewesen. Ich meinte, hier wäre was. Egal. Fliegen wir einfach mal so durch. Oh, das war jetzt, glaube ich, 4000. Ne, 2000. Gold. Auch sehr sinnvoll. Und ich werde gestört. Und hier bin ich auch schon wieder. Ich müsste jetzt einfach nur ein bisschen... Kein Problem. Ich habe nämlich eben gerade wunderschönes Eis bekommen. Das heißt, falls ich so ein bisschen anfange, hier Eis zu essen, es tut mir dann doch ein bisschen leid, falls ihr dann Hunger kriegt. Obwohl. Zu dieser Jahreszeit ist es nicht sehr sinnvoll. Wir haben ja mal gerade Anfang Januar. Und zwar den 1.1. Und ich weiß nicht, warum ich immer zuerst Mistform mache. Und höchstwahrscheinlich werde ich später
sobald ich die Mistform gebrauchen kann, werde ich dann die Fledermaus-Verwandlung machen. Ja. Der Gegner ist jetzt neu hinzugekommen. Und wir haben ja vorhin schon gesehen, was passieren kann. So, das Ding muss nämlich jetzt auch mal ein bisschen gelockt werden. Oh, Froschilein. Ah, hat doch noch geklappt. Schön. Jetzt kommen wir hier nämlich auch weiter. Denn die Brücke ist jetzt für immer kaputt. Und uns öffnet sich der Weg. Und warum zum Geier meldet sich jetzt gerade mein Laptop? Verlassene Mine. Oder aufgegebene Mine. Ne, aufgegebene Mine und so wird das genannt. So, hier ist ein Save-Punkt. So, und hier geht das jetzt zu keinem Bossfight. Der folgt nämlich jetzt. Nämlich gegen Cerberus. Ja, das war jetzt wenig hilfreich. Schade, kann ich nicht so aus. Ich freue mich schon, wenn ich mein schnelleres Schwert habe. So, Cerberus ist besiegt. Dafür gibt es einen Live-Max ab. Und hier haben wir zum Beispiel eine Stelle, da kann nur ein anderer Familie uns helfen. Wenn man den allerdings jetzt erstmal bekommt, das steht in den Sternen. Jo, das Kreuz brauche ich ja nicht mehr. Ich, also von den Gegnern her meine ich die Gremlins am wenigsten. Und habe ich dir irgendwas gesagt, so von wegen, ich weiß nicht mehr, wo ich die finde. Das ist nämlich die Demon Card, die ich brauche. Aber ich hatte schon so in der Vermutung, dass man die hier bekommt. Hinweg geht, aber Rückweg nicht. Ist auch toll. Ja, der Demon hat so einen kleinen Speer oder sowas. Und jetzt kann ich, glaube ich, auch damit schon mal rausrücken. Es gibt nämlich in der japanischen Version des Spiels
Oder war das nur in der... hier in der guten Version des Sega Saturns. Da gibt es nämlich noch zwei weitere. Allerdings, was es damit auf sich hat, sehen wir dann im nächsten Part. Also bis zum nächsten Let's Play Part. Bloodhound SFB meldet sich ab.